Künstliche Intelligenz und Edge Computing öffnen den Raum für neue, innovative Anwendungsszenarien. Sie bieten quasi den Einstieg für die Automatisierung in der Fläche. Nun, ich denke da an autonom arbeitende Fahrzeuge, an Supermärkte, Produktionsanlagen oder Landwirtschaftsbetriebe, die sich mit Edge AI intelligent steuern lassen. Ich denke aber auch an Anwendungen in der Medizin, an die Krebsvorsorge. Ja, es geht also um die Digitalisierung komplexer, lebendiger Systeme. Nun, zum einen erlaubt uns die künstliche Intelligenz, große Mengen an unstrukturierten Daten zielgerichtet zu verarbeiten. Die Automatisierung in komplexen Systemen wird damit überhaupt erst möglich. Andererseits haben wir Edge Computing und das ermöglicht uns, die Daten genau dort zu verarbeiten, wo sie anfallen und wo die Anwendungen dann schlussendlich auch benötigt werden. Das heißt, der Transport der Massendaten wird deutlich reduziert, deutlich eingeschränkt. Damit wird der ganze Verarbeitungsprozess beschleunigt. Die Latenzen, die Verzögerungen, die so entscheidend sind für die User Experience, für das Funktionieren der Lösung, die werden deutlich minimiert und die Kosten natürlich nach unten gesetzt.